Hallo und herzlich willkommen zurück zu Blitzkrieg 2. Wir befinden uns ja in der deutschen Kampagne. Entscheidung an der Marne, Frankreich 1940, werden wir heute spielen. Verfügbare Truppenteilen. Die leichten Panzer. Also ich glaube, wir haben wirklich nur die leichten Panzer in der Mission. Müssen wir mal schauen. Führen Sie einen Panzertrupp durch diese drei vermieteten Stellungen, um dann mit einem Angriff von der Flanke aus die Stadt zu erobern. Also schaut wirklich so aus, als ob wir wirklich nur die leichten Panzer haben in dieser Mission. So, da müssen wir mal gucken. Ne, wir haben Infanterie auch dabei. Aber unsere Verstärkungseinheit sind nur die Panzer. Die werden wir auf jeden Fall jetzt mal gleich hier eine Einheit dazu bringen. Jetzt müssen wir mal gucken. Also wir sollen jetzt hier an der Route entlang fahren. Und dann die Stadt einnehmen. Zerschlagen Sie drei Straßenblockaden. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier haben. Deutscher Sturmtrupp. Alles ruhig. Wir haben nur einen deutschen Sturmtrupp. Jetzt bringen wir mal die Panzer hier weg. Panzerjäger haben wir auch noch. Der Kommandant spricht. So, erstmal die Infanterie nach vorne. Die sollen auf jeden Fall mal ein bisschen aufklären. Nämlich nicht, dass wir unsere Panzer hier vorfahren. Und dann am Schluss haben wir jetzt dann noch eine gegnerische Pack oder was hier. So, komm. Macht was, Leute. Oh, hinlegen könnten. Na doch, die legen sich sogar hin. Haben wir schon alle? Ja. Wir haben schon alle. Na, jetzt rennt er mal bitte nach vorne. Panzer im Hintergrund. Also auf jeden Fall jetzt mal schauen, wo dann hier diese Panzersperren hier sind. Also, ne Panzersperren, sondern Straßensperren. Was brauchen Sie, Chef? Jetzt machen wir einen Teil nach rechts, einen Teil nach links. Hier! Sie können sich auf was gefasst machen. Boah, die laufen wie, also die rennen wie in Zeitlupe. Infanterie, wir hören. Meine Güte. Was ist denn jetzt hier? Was haben wir denn jetzt hier? Ein Panzer. Einverstanden. Wir müssen hier raus. Was liegt an? Komm, komm, komm. Zerstört den. Das müsste die erste Straßensperre hier sein. So, was haben wir denn hier drin? Wir werden es Ihnen schon zeigen. Was haben wir denn hier? Liegen unter Beschuss! Oh, Maschinengewehr. No, wir haben die ganzen Infanteristen hier drüben verloren. Ja. Ah, da sind schon noch welche. Endlich. Das ist natürlich jetzt blöd. So viele Infanterieeinheiten verloren. Panzer erwartet Anweisungen. Jetzt trotzdem mal die nächsten Panzer herholen, weil die Infanteristen, seht ihr selber, die werden auch nicht mehr lange durchhalten. Der eine hat nämlich fast keine Gesundheit mehr. Wie lautet der Plan? Wir sprengen sie in die Luft. Oh, und der eine Panzer ist auch fast kaputt. Der Panzerjäger. Kann sie klar und deutlich hören. Wir sprengen sie in die Luft. Sichtkontakt. So, den Offizier müssen wir ausschalten. Da kommen die nächsten Panzer. Da müssen wir dann eh mal ein bisschen aufpassen, ja? Oh, nicht so weit nach vorne. Zurück. Die machen uns fertig. Ihre Befehle. Panzer hier alle auf einem Fleck, ey. So, komm mal her. Ich mal den Panzer hier ausschalten. So, viele Infanteristen sind es eh nicht mehr. Da ist noch einer und da hinten ist noch einer. Okay, den einen Infanteristen haben wir jetzt auch verloren, also sind es nur noch zwei. Spähpanzer hier. Ich glaube, wir hätten die immer ein bisschen anders einsetzen müssen. Panzereinheit hat verstanden. Brauchen Sie, Chef. Die letzten zwei Panzereinheiten, da werden wir auf jeden Fall nur ein bisschen warten, bevor wir die holen. Was liegt an? Zurück. Scheiße, jetzt haben wir es verloren. Ja, da, das war unsere Infanterieeinheit. Alle weg. Wir können aber hier nur im ganzen Trupp rumziehen. Wenn ich jetzt hier jeden Panzer einzeln steuern müsste, das wäre kacke. Wäre mal von der Taktik dann wieder überhaupt keine, oder, naja, ich denke, fast keine Punkte bekommen. So,
zerstört er mal den Panzer erst. Ach, fahrt nicht so weit nach vorne, die werden die Handgranaten schmeißen. Sind die Panzer gleich zerstört. So, komm. Ich weiß gar nicht, wird jetzt hier gar nicht angezeigt. Und mal schnell hier gucken. Zerschlagen Sie drei Straßensperren. Könnten ja mal hinschreiben, eine Straßensperre zerstört oder was zum Beispiel. Komm Panzer, feuer mit dem MG raus. Nicht mit der Hauptwaffe, das bringt eh nicht so viel. So, jetzt müssen wir mal gucken. Da werden wir dann Verstärkung bekommen. Glaube ich zumindest, weil wenn wir hier eine Fahne haben und hier die Straße ist, glaube ich wirklich, dass wir hier Verstärkung bekommen. Oh, den ersten Panzerjäger verloren. So, komm, die Panzer noch. So, und jetzt Infanterie. Ja, jetzt, ja, habt ihr gesehen, der hat schon eine Granate geschmissen hier. Die nächste Granate. Okay, die hat jetzt eigentlich nicht viel Schaden gemacht hier. Müsste da alles gewesen sein, jetzt müssen wir mal gucken. Ne. Also für mich waren das eigentlich drei Straßensperren bis jetzt. Okay, der LKW ist unbesetzt, deswegen. Maschinengewehr kann unsere Panzer eh nichts anhaben. So. Ziehen wir euch aber trotzdem mal hier hin. Mal ein bisschen aufteilen hier. Die stehen mir alle ein bisschen zu viel auf einem Fleck. Die schauen überhaupt nicht schön aus. So. Jetzt fahren wir mal hier rein, um die Fahne hier einzunehmen. Ich hoffe natürlich, dass die Straße hier was zu tun hat damit. Okay, wir haben jetzt diesen Versorgungs... Ah ja, hier haben wir Nachschub. Diesen Versorgungs-LKW. Jetzt werden wir aber trotzdem mal... den Panzer, glaube ich, haben wir schon verloren, den einen. Das ist unser Stichwort. So, mit der Infanterie ein bisschen auf. Ah, der Panzer ist angekratzt. Den schicken wir mal ein bisschen zurück. So, dann reparieren wir den hier noch. Unsere Infanterieeinheit schicken wir mal hier hinten lang. Ah, was fährst denn du so weit nach vorne? Das zum Beispiel hasse ich an KI-Einheiten. Wenn die dann selbstständig so weit nach vorne fahren. Halt, was haben wir hier im Haus? Sind welche drin? Das ist ein Panzerjäger. Da ist unsere Infanterie. Die schicken wir mal hier oben hin. Na komm, da ballert mal hier drauf. Gibt Feuer. So, Infanterie mal hier hinten durch. Da, was will jetzt mein Versorgungslaster eigentlich so weit hier vorne? Habe ich überhaupt nicht dahin geschickt. Normalerweise müssten jetzt unsere Panzer von hier kommen. Genau. So, und dann sollen wir die Stadt hier unten einnehmen. Ich glaube aber, das wird nicht alles gewesen sein, dass da nur ein paar Einheiten dann hier unten rumstehen. Weil umsonst hätten wir nicht viermal Verstärkung vom Panzer. Also das wäre dann ein bisschen zu einfach, die Mission. Ja, warum fährt denn der hier runter? Bleib doch mal hier oben stehen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Den größten Teil haben wir ja geschafft. Aber ich denke, hier unten wird uns schon noch was Extremes erwarten. Jetzt müssen wir schon hier schauen, da wäre auch noch was. Könnten aber trotzdem einen Panzer hier hinschicken, um zu schauen, was hier ist. Das würde mich schon mal interessieren. So, wir hier. Infanterie. Versorgungslaster, jetzt bleibt da hinten stehen, okay. So, wir sind kurz vor der Stadt. Schauen wir mal hier hin.
Bleib schön auf der Straße und fahr nicht hier durch Feindgebiet hier durch. Ihre Befehle. So, die hier. Spähpanzer hier. Wir sprengen sie hier los. Infanterie. Oh, 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 oh. Scheiße. Extreme Verteidigungsstellung hier. Haben wir jetzt einen Panzer verloren? Na, noch nicht. Okay, da hat man jetzt zum Beispiel Glück. Der Panzer hat wirklich Glück gehabt. Den schicken wir jetzt gleich mal zurück zum Reparieren. So. Oh, wir haben schon zwei Panzer verloren. Dann müssten ja hier noch Geschütze irgendwo sein. Wo sind die? Ja, wir werden beschossen. Wo sind die Geschütze? Die sind außer Reichweite. Der soll ja hier ins Dorf, haben wir gesagt. Es kann doch nicht sein, dass meine Infanterie halt nicht auf die im Graben hier schießt. Scheiße. Feindesnest hier reingefahren. Komm, zerstört die. Mach hin, ey. Okay, die haben wir alle. Wir könnten jetzt trotzdem mit dem einen Panzer mal hier hinten reinfahren. Die schicken wir mal hier hin. Die zwei da. Die sollen hier hinfahren. Und wie gesagt, einmal können wir noch Panzer holen. Das werden wir jetzt auch machen. So. Das war unsere letzte Verstärkungseinheit. Schaut so aus, als ob wir wirklich nur noch Infanterie hier haben als Gegner. Nee, hier wird nicht mehr viel sein, bis auf die paar Infanteristen hier. Also wenn das wirklich alles war, war die Mission wirklich Mission erfolgreich. Bibi einfach. Und ihr habt es selber gesehen, die vierte Verstärkung hätten wir eigentlich nicht einmal gebraucht. So, Glückwunsch, Sie haben den nächsten Rang erreicht, Hauptmann. Genau, hier sieht man ja dieses vom taktischen und so weiter hier gar nicht, oder? Wir machen automatische Beförderung. Ne, stimmt, das war nur der erste Teil, wo man jetzt Taktik und so weiter alles sieht. Also Taktik, glaube ich, hätten wir jetzt gar nicht so viel bekommen. Aber was will man jetzt bei der Mission anders da machen? Wir müssen eh alle Einheiten über die gleiche Straße ziehen. So, was haben wir jetzt hier alles? Der ist Rang 1. Das sind alle Rang 1. Und hier haben wir noch keine. Leutnant Bomben abwerfen. Was haben die? Hinterhalt. Patrouille. Tarnung und Granate werfen. So, ja, dann seht ihr selber, wenn die im Rang steigen, bekommen wir neue Optionen dazu, was wir mit diesen Einheiten dann machen können. Zurück. So. Was haben wir jetzt? Die leichten Panzer, Hauptinfanterie und mittlere Panzer. Eine Wette unter Gentlemen. Okay. So. Das sehen wir aber dann erst in der nächsten Folge. Wie gesagt, Mission 2 war jetzt sehr einfach. Finde ich natürlich dann schon ein bisschen blöd. Weil wir dann einfach viel zu viele Einheiten haben, die was man eigentlich gar nicht bräuchte. Ne? Dann hätten sie es ja wirklich so machen müssen, dass man nicht so viele Einheiten zur Verfügung hat. Damit es mal ein bisschen schwieriger wird. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass die anderen Missionen dann schwerer werden. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao.